Hey Leute und willkommen zum allerersten Animal Crossing New Horizons Video, in dem ich euch heute ein paar Tipps mit auf den Weg geben möchte, die euch eventuell das Leben in Animal Crossing so ein wenig vereinfachen werden. Die Tipps an sich richten sich eher an Animal Crossing Neulinge, also falls Animal Crossing New Horizons euer erstes Animal Crossing ist, dann seid ihr mit dem Video hier ganz gut bedient, würde ich sagen. Ansonsten würde ich mich natürlich trotzdem darüber freuen, wenn ihr euch das Video anschauen würdet oder einfach eure Tipps, falls ihr welche habt, in die Comments schreibt. Bei den ersten Tipps würde ich euch empfehlen, dass ihr die in eure Daily-Routine in Animal Crossing versucht zu bringen. Das wäre zum einen, dass ihr regelmäßig mit euren Bewohnern redet, am besten zweimal am Tag, also zu zwei unterschiedlichen Tageszeiten, also entweder morgens und abends oder mittags und abends oder mittags und morgens, wie ihr möchtet. Dadurch stärkt er die Beziehung zu den Bewohnern und bekommt dadurch wiederum regelmäßig neue DIY- bzw. Crafting-Rezepte, aber auch neue Klamotten und Möbel geschenkt. Oft ist es auch so, dass wenn ihr die Bewohner morgens oder mittags besuchen geht, die selber bei sich zu Hause an der Workbench gerade was am Basteln sind, und wenn das der Fall ist und ihr dann mit denen redet, bekommt ihr eigentlich zu 100% jedes Mal ein neues Crafting-Rezept. Was ich euch auch empfehlen kann, in diese Daily-Routine mit reinzunehmen, ist, eure komplette Insel einmal zu durchforsten. Bedeutet quasi, zum einen zu schauen, ob noch alles am rechten Platz ist, aber zum anderen natürlich auch Ausschau nach neuen Fossilien und DIY-Rezepten zu halten. Fossilien könnt ihr jeden Tag 4 Stück auf eurer Insel finden bzw. ausgraben, und DIY-Rezepte gibt es, soweit ich weiß, 1 jeden Tag am Strand. Allerdings bekommt ihr neue DIY-Rezepte auch ab und an durch das Abschießen der Luftballons, die hin und wieder am Himmel schweben, und wie vorhin bereits erwähnt, bekommt ihr regelmäßig neue Rezepte durch eure Bewohner. Was euch auch helfen kann, neue Möbel bzw. Items einfach zu getten, ist regelmäßig in eure Krimskramskiste zu schauen. Die Kiste findet ihr in eurem Inselverwaltungsgebäude bzw. Zelt, je nachdem wie weit ihr im Spiel bis jetzt seid. Neue Items bekommt ihr ebenfalls, wenn ihr euren Bewohnern regelmäßig Postkarten schickt mit einem Geschenk dabei drin. Da kommt jetzt nicht wirklich drauf an, was es für ein Geschenk ist. Das heißt, es kann auch quasi einfach eure Inselfrucht sein. Und es spielt auch keine Rolle, was in der Karte drinsteht. Postkarten könnt ihr am Flughafen verschicken. Da findet ihr rechts neben dem Schalter so einen Postkartenständer. Und von dort aus könnt ihr dann das Ganze verschicken. Ihr bekommt auch regelmäßig neue Meilen dazu, also neue Achievements. Und dadurch neue Meilen, je nachdem wie viele ihr schon verschickt habt. Ich glaube, ab 5 Postkarten bekommt ihr das erste Achievement. Und ja, könnt dann nebenher noch Meilen dazu sammeln. Nachdem ihr die Postkarte verschickt habt, bekommt ihr dann meistens am nächsten Tag schon eine Antwort. Und da befindet sich dann meistens ein Geschenk drin. Das ist dann entweder ein Möbelstück oder neue Klamotten. Also ist es auf jeden Fall irgendein random Item, was ihr da bekommt. Vom Thema Item sammeln kommen wir jetzt mal zum Thema Sternis bzw. ja, Geld. Also es gibt viele Möglichkeiten in Animal Crossing, schnell an Geld zu kommen. Eine der einfachsten ist es auf jeden Fall, jeden Tag den sogenannten Geldstein zu finden. Die meisten von euch werden den, denke ich, schon kennen, gerade die, die Animal Crossing schon vor Animal Crossing New Horizon gespielt haben. Aber ja, vielleicht können den ja die ein oder anderen Zuschauer, der das Video sieht, noch nicht. Deswegen werde ich ihn noch kurz erklären. Also es gibt quasi jeden Tag einen anderen Stein bei euch auf der Insel, den ihr quasi mit eurer Schaufel oder Axt schlagen könnt und bei dem danach Sternis droppen. Wichtig ist quasi nur, dass ihr dabei eine Serie an Schlägen hintereinander trefft. Und wenn ihr das schafft, dann bekommt ihr insgesamt aus einem so Stein 16.000 Sternis raus. Es gibt auch einen heftigen, sicken Move, den ihr machen könnt, damit man die Hitserie nicht unterbricht. Dafür muss man quasi 2 Löcher hinter sich graben und stellt sich dann zwischen die Löcher, die man gegraben hat. Und wenn man jetzt anfängt, auf den Stein einzutrechen, bounce man quasi nicht mehr nach hinten und kann so problemlos seine Hitserie durchführen. Eine andere Möglichkeit, einfach ans Sternis zu kommen, ist auch die leuchtenden Löcher auszugraben. Dort befindet sich immer ein Sack mit 1000 Sternis drin. Die sind allerdings nicht so interessant. Interessant ist eher das leuchtende Hole. Denn wenn ihr jetzt diesen Sack mit 1000 Sternis wieder vergrabt, ist es sehr wahrscheinlich, dass dort nach einer Zeit ein Geldbaum wächst und ihr somit quasi diese Summe verdreifachen könnt.
Angeblich kann man auch noch höhere Summen vergraben, also zum Beispiel einen Sack mit 10.000 Sternis. Allerdings dauert da der Baum viel länger, bis der gewachsen ist. Und dann noch ein Tipp zum Schluss, der euch hoffentlich die hin und wieder nervige Zeit beim Craften verkürzt. Denn wenn ihr während euer Charakter gerade was am Basteln ist, eure A-Taste spammt, dann macht er quasi ein bisschen hinne. Also die Geschwindigkeit wird einfach verdoppelt und ihr seid somit ja schneller fertig. Ist eigentlich dasselbe Prinzip, wie wenn ihr bei den Dialogen immer die A-Taste spammt, dann werden die auch einfach von der Geschwindigkeit her verdoppelt. Und genauso ist es auch beim Craften. Gut, ich hoffe, die Tipps konnten eventuell dem ein oder anderen helfen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Wenn ihr selbst noch Tipps für mich oder auch für andere habt, schreibt die gerne in die Kommentare, wie bereits am Anfang vom Video schon erwähnt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns eventuell im nächsten Video. Ich spiele das Spiel aktuell sehr regelmäßig. Das heißt, es kann gut sein, dass jetzt in Zukunft das ein oder andere Animal Crossing Video kommen wird. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis dann und ciao.